live. Yeah. Ihr seht noch die Leiter im Hintergrund. Ja, gut, ich glaube, das stört jetzt keinen großen. Stört jetzt keinen, ne? Ja. Hallo, ihr Lieben. Es wird doch schon dunkler. Genau. Wir wollten das Licht gerade noch nutzen. Wir haben nämlich noch nicht alles aufgebaut. Wir sitzen hier gerade, wir sind eben nochmal ins Office, in unser neues Büro. Ihr seht es hier im Hintergrund. Hier ist der Raum mit den Schreibtischen. Da hinten ist das Besprechungszimmer und dann rum im Flur. Dann gibt es noch unser Studio für Video und für Ton mit unserem Sprecherraum und so weiter. Ja, wir sind in Wien angekommen. Ja, es ist, ja, und wir hatten heute direkt schon so, ich habe hier Mamas Haargummi in der Hand, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Hallo, Tobias. Hallo Tobias. Oh, es kommt, sind ja schon ganz viele drin. Oh, schreibt mal was rein, wenn ihr zuschaut. Genau. Hallo Uwe, hallo Marion, hallo Carsten, Daniela, hallo Mario, hallo Mario. Daniel. Ja, genau. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hatten heute so eine klassische Wiener Erfahrung wieder gemacht. Wir waren beim Friseur, dann waren wir noch beim Landmann. Und wollten dann noch im ersten Bezirk was einkaufen für, ich brauche einen Schlüsselanhänger, ja. Ich hatte vorher nie einen Schlüsselbund dabei, weil ich mir darum keine Sorgen machen musste. Und jetzt brauche ich halt einen Schlüsselbund und da wollte ich mir einen Schlüsselanhänger holen. Da sind wir in die Boutique reingegangen. War so eine lange Schlange, dass, ja, also, ja, das war total bescheuert. Ja. Dann haben wir versucht, unser Büro ist im 6. Bezirk und dann haben wir versucht, mit dem Uber in den 6. zu kommen. Es ist so Juba voll. Heißt es doch. Juba, Uber, manche sagen Uber, manche sagen Juba, auf jeden Fall. Hat es ganz schön gedauert. So, ja, wir sind angekommen in Wien. Also es war der Umzug, ich sage euch, ein internationaler Umzug ist nicht immer nur spaßig. Und nebenbei noch ein Podcast-Launch, ja. Nebenbei noch ein Podcast-Launch. Nebenbei läuft ja auch eins unserer Premium-Produkte, wo wir nächste Woche auf Teneriffa sind, um ein Seminar dort zu geben mit unseren Teilnehmern. Wir freuen uns tierisch drauf. Ja, es wird so, so schön werden. Und wir haben auch schon Inhalte ausgearbeitet. Das wird echt richtig klasse. Und wir haben ja nicht nur den Podcast-Launch, wir haben ja auch noch den Kundenmagnet-Launch. Also es gibt so super viel, was bei uns gerade auf dem Zettel steht. Ja. Ja, freuen wir uns, dass wir da ganz viel Unterstützung bekommen. Immer. Genau. Und ja, heute wollten wir euch eben einfach mal ein bisschen, einfach so ein bisschen mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, keine Verlosung mal wieder. Ja, es hat sich jetzt zum Ende auch, ja, also jetzt noch mal eine Woche hätte ich schon, es hat auch jetzt gereicht. Nein, irgendwann ist gut. Irgendwann und den YouTube-Launch, genau, wir machen ja auch jeden Tag noch YouTube eben haben wir auch noch, ja, läuft auch noch. Irgendwie für mich fast noch unter ferner Liefen, aber muss ich auch, genau, ihr seht, also Sichtbarkeit auf allen Kanälen, bei uns auch. Und ja, wir wollten so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, zum einen über diese neue Situation hier in Wien. Wir vergrößern uns ja im Moment auch ganz stark. Und ist echt doof mit dem Licht hier. Ja, das Licht ist nicht optimal, wobei, das macht einen schönen Teint. Komm, hör auf, ey, in meinem Alter ist das wichtig. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab, genau. Ja, Tobias sagt das in YouTube-Lounge, genau. Nächste Woche sind wir mit HECS, mit der High End Consulting Strategie auf Teneriffa in dem echt wunderschönen Hotel Abama. Das ist ein Ritz-Carlton und es hat die beste Küche auf den gesamten Kanaren. Wir haben einmal ein Essen in einem 2-Sterne-Restaurant, einmal ein Essen in einem 1-Sterne-Restaurant. Wir haben einen Katamaran geschartert und werden zum Whale-Watching rausfahren. Also ich freue mich tierisch drauf, auch auf die tollen Ergebnisse, die kommen werden. Davon bin ich nämlich echt überzeugt. Eben, wir haben total geile Seminarinhalte. Das Ziel ist, dass die Leute da rauskommen und ihren ersten 50.000 Euro Launch machen. Genau. Ja, dass es richtig abgeht bei denen und das würde auch passieren. Also da sind wir drauf und dran. Ja, wir wollten heute mal ein bisschen darüber reden. Also ich bin jetzt schon über eine Woche in Wien. Mama ist jetzt ziemlich genau eine Woche. Gestern war es eine Woche, Gestern war es eine Woche. In Wien und wir wollten heute einfach mal ein bisschen darüber erzählen, was jetzt so nach einer Woche das Fazit ist. Ja, also was viele vielleicht noch gar nicht wissen, warum sind wir überhaupt nach Wien gezogen? Ja, das können wir jetzt hier auch mal erzählen. Das Ganze wird auch morgen auf YouTube hochgeladen. Genau. Wir sind nach Wien gezogen, weil wir waren hier vor ziemlich genau einem Jahr auf einem Seminar. Bei der Verena Kustacza, wer sie kennt. Vielleicht. das war der Hammer. Ja, also
Gib mal bei Facebook ein Verena Kustatscher. Ja. Verena-Kustatscher.com oder ihr könnt es auch googeln. Genau. Also ja, ja. Finde deine Lebensaufgabe. Dieses Seminar müsst ihr machen. Das ist der Hammer. Das haben wir vor einem Jahr gemacht. Und es ist sehr spirituell, sehr meditativ, aber es ist der absolute Hammer. Ja. Ja. So, und wir haben da gesessen und es hat sich damals, es war im September letzten Jahres, und da hat sich gerade bei uns ganz, ganz viel umstrukturiert. Bei mir stand die, die Frage im Raum, ja, höre ich mit der Schule auf, ja oder nein? Und darum, ich glaube, das war eigentlich das Hauptthema da für uns. Und dann hat sich eben herausgestellt, okay, ich werde die Schule aufhören. Ja. Das Seminar ging einmal über, der erste Teil war 4 Tage und dann war nochmal Teil 2 Tage, das war irgendwie 2 Wochen später, also wir sind 2-mal nach Wien geflogen. Und als wir dann das 2. Mal in Wien waren, stellte sich heraus, okay, ich werde die Schule aufhören, aber dann gibt es natürlich das Problem mit der Schulpflicht in Deutschland, ja, zumindest in NRW. Und da hat die Verena zu uns gesagt, ja, in Wien ist das nicht so, warum zieht ihr nicht einfach nach Wien? Und das war so ein Witz damals, ja, da hat man es so als Scherz genommen, ja. Nach Wien. Ja, später sitzt in Wien, ey. Weißt du, so, der war gut. Ja, aber unabhängig zu dieser Aussage und unabhängig zum Schuleabbrechen, also ich habe nicht die Schule, ich habe das Abi abgebrochen, ja, also. Also er hat einen Abschluss, wenn du das nicht, ja. Obwohl ich den jetzt nicht mehr bräuchte, ja. Aber Nach Bildung schadet nie, mein Sohn. Ja, ja, aber also, ich bräuchte ihn jetzt nicht mehr. Ja, gut, aber Bildung schadet trotzdem nie. Also unabhängig davon hatten wir uns halt damals einfach schon in die Stadt verliebt. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Die ganzen, es hat halt was von Paris oder London, aber es ist halt nicht so voll. Es ist eine tolle Mischung aus Großstadt, Millionenstadt und gleichzeitig hat es fast wie so etwas wie so einen kleinstädtischen oder dörflichen Charakter. Also es ist gemütlich. Und für mich war es so, ich bin ursprünglich aus Frankfurt am Main und ich habe jetzt die letzten 15 Jahre, während Finn aufgewachsen ist, wirklich richtig auf dem Land gelebt. Das war schön, ja, das war, du kommst raus und auf dem Weg irgendwie ins Nachbardorf und mit dem Fahrrad haben wir Rehe sehen können und so. Es war also wirklich, oder Fasane, die am Weg waren. Also es war einfach schön. Aber, die siehst du hier nicht. Die siehst du hier nicht. Dafür so, siehst du hier Pferde. Genau. Aber es war einfach so, diese Zeit war jetzt vorbei. Nach 15 Jahren war diese Zeit vorbei. Und ich wollte wieder in einer schönen Stadt leben, aber was ist eine schöne Stadt in Deutschland? Und wir hatten überall was zu nörgeln. Hamburg. Entweder, ja, aber das kannst du jetzt Wetter so nicht sagen. So ja, wir haben hier ziemlich viele deutsche Zuschauer. Ja, also, ja. Auf jeden Fall war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie so spontan bei irgendeiner Stadt gesagt hätten, da wollen wir unbedingt hin oder so, sondern es war so, dass wir viel auch gefremdelt haben, wobei wir schon. Aber wir haben uns auch viel angeguckt. Genau, ja. Wir haben es schon einiges Düsseldorf angeguckt. Und ja. Ja, Düsseldorf kennen wir ja nun, das ist unsere Düsseldorf stand schon ganz, ja, wir wohnten halt außerhalb von Düsseldorf. Ja, ja. Es stand natürlich dann mit ganz oben auf der Favoritenliste, aber so hat sich das schon vor über einem Jahr quasi entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten nach Wien ziehen, obwohl wir das erste Mal, dass wir überhaupt in Wien waren. Ja. Warst du vorher schon mal in Wien? Als Kind mal. Also. Als Kind mal. Also ich keine war das erste Mal da, also keine Erinnerung mehr. Ja, und trotzdem haben wir einfach gesagt, komm, ab nach Wien. Also genau. Wir wollten halt nach Wien ziehen. Dann haben wir uns jetzt echt seit einem Jahr Wohnungen angeguckt. Wir haben vor einem Jahr schon mal Wohnungen angeguckt. Ja, genau. Aber was und es war halt hier? Echt, es war halt echt lustig, weil das Geschäft ist halt so schnell gewachsen, dass die Wohnung immer teurer wurde. So schnell groß geworden, dass echt die, weißt du, dann hat man gedacht, hä, warum soll ich denn jetzt überhaupt mir noch sowas angucken, wenn ich mir auch ganz locker nebenbei halt sowas leisten könnte. Klar, Konsumgesellschaft und so weiter, aber es... Wir wollten halt uns jetzt einfach nach 15 Jahren auf dem Dorf halt jetzt auch mal irgendwas Also es geht schon auch um Lebensqualität. Es geht um Lebensqualität. Genau. Und dann haben wir zuerst gedacht, wir nehmen uns eine riesige Hütte, irgendwas mit 5 Zimmern und machen Homeoffice. Brigitte fragt schon, wart ihr beide beim Friseur? Ja. Wir kommen gerade vom Friseur, ja. Brigitte sieht sowas. Ist einfach so, das ist genial. Die Frau ist echt genial, die sieht sowas. Ja. Grüße nach Sylt. Grüße nach Sylt, genau. Das auch, Brigitte ist auch so eine, die genießt das Leben. Das ist so ein Vorbild in Richtung Leben genießen.
Wenn ihr das wollt, dann guckt euch Brigitte an. Waren wir gerade bei dem genau, Thema. Genau, ja. Und auf jeden Fall, wir haben dann immer, dann haben wir uns zuerst ganz große Wohnungen angeguckt und die waren halt schweineteuer, aber eben alle außerhalb so ein bisschen, weil so direkt in der Stadt so eine Riesenwohnung, da ist die Auswahl kleiner, muss man einfach sagen. Naja. Wir wollten aber gar nicht. Aber wir hatten halt echt dann 300 Quadratmeter plus Wohnung und das ist schon echt, das ist schon fett. Wir hatten halt überlegt, dass wir Homeoffice machen. Jetzt haben wir ja ganz bewusst Büro und Wohnung getrennt, weil wir wachsen so schnell. Ja. Man kann es überhaupt nicht bestimmen, wie in einem halben Jahr, wie viele Leute hier sitzen. Genau. Ob das dann 4 mehr sind oder 30 mehr, weiß man gerade gar nicht. Weil und so haben wir jetzt immerhin die Option. Genau, und jetzt haben wir halt die Option, das Büro abzugraden, ohne den Wohnraum zu verändern. Genau. Und ganz davon ab wissen das alle Selbstständigen, die ein Homeoffice haben, dass man einfach echt nicht so viel rauskommt. Jetzt, ne, wir zwingen uns rauszugehen. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, das hätten wir jetzt kein Büro außerhalb, sondern Homeoffice, dass wir jetzt noch in die Stadt gehen oder sowas? Wäre gering gewesen. Das wäre nicht so wahrscheinlich gewesen. Außerdem zwingt man sich dazu, natürlich dazu, auch abend nicht jeden Tag 15 Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Genau. Ja, und wir haben aber es gut getroffen, weil wir haben Fußweg 7 Minuten ungefähr, das heißt, wir müssen einmal da. 13 sind. 13, okay. Wir müssen einmal über die Wienzeilen rüber vom 6. Also hier, das Büro ist im 6. Bezirk, unsere Wohnung ist im 5. Bezirk. Und wir gehen einmal quasi nur über die Wien rüber am Naschmarkt, der ist ein bisschen weiter unten vorbei. Und dann sind wir Maria-Hilfer-Straße ist hier direkt. Ja, alles direkt hier. Also die ist echt einfach hier, die ist hier direkt. Es ist schön, wir haben es gut getroffen und wir sind ganz happy. Ja, genau. Ja, und jetzt brauchen wir eure Daumen, die müssen gedrückt werden. Ich sage auch wofür, wir haben eine Katze. Ach so, ja gut, das ist so eine Sache. Der Finn sagt da immer nichts zu. Unsere Katze, die soll die Dachterrasse nutzen dürfen. Wir haben eine große Dachterrasse und Ich muss jetzt mit dem Vermieter noch klar kriegen, dass wir das da katzensicher machen dürfen. Hätten wir mal gekauft. Hätten wir mal gekauft, dann könnte ich alles machen, genau. Nach 15 Jahren bin ich wieder Mieter. So kommt's. Ist so. Bald ja Vermieter. Ja, ja, gut. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber jetzt das Fazit von der, von meiner fast schon zweiten Woche, von deiner ersten, was sagst du? Ist so, wie du das dir vorgestellt hast? Ja, es war jetzt wahnsinnig viel Rumgewusel, erstmal noch irgendwelche Möbel aufbauen, Kisten auspacken, Altpapier wegfahren und so weiter. Also es war jetzt sehr arbeitsreich, vor allen Dingen, was diese Dinge angeht. Diese Umzugssachen, das ist normal, ist auch noch nicht ganz fertig, aber immerhin, wir haben jetzt schon, es nimmt langsam Gestalt. Das Büro ist nahezu fertig. Ja, es nimmt auch hier so ein bisschen Gestalt. Wir haben noch einige Möbel, die müssen noch geliefert werden und so. Also die haben wir gekauft, das ist nervig, noch nicht da. Ne? Ich habe mir so ein sehr, sehr schönes Bett gekauft und in so einem Designer-Shop und es hat 10, 12 Wochen Lieferzeit. Also das ist ja total eingekackt. Ne? Ja, die Stühle auch, die wir gekauft haben. Aber wer wartet denn 10, 12 Wochen auf sein Bett? Ja, ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist halt jetzt nicht Ikea gewesen. Gut, ja, die erste Woche arbeitsreich, aber man kriegt so eine Idee davon, wie es werden wird, wenn man eben das externe Büro hat. Das finde ich besonders angenehm, eben auch das nicht mehr unbedingt in der Wohnung zu haben, wie das früher war mit dem Homeoffice. Das hat natürlich auch praktische. Homeoffice ist schon praktisch, also auch gerade als Mutter von kleineren Kindern ist das super. Das habe ich jahrelang sehr genossen. Weil wir merken es auch gerade. Aber jetzt ist es angenehm. Es hat auch jetzt noch Nachteile, ja, dass man zum Beispiel... Sachen vergisst. Ja, klassischer Fall, ne? An wessen Ladekabel hängt wohl gerade Mamas Handy? Hier, ja, wer hat's vergessen? Ja, oder gestern Abend waren wir es einkaufen und da muss man halt fürs Büro und für die Wohnung einkaufen und da muss man erstmal hier das alles hochschleppen und erst einmal vorsortieren, okay, was brauchen wir denn jetzt wofür? Also das ist schon... Wir sind noch nicht in Übung mit solchen Dingen. Das passiert noch. Das ist wirklich noch das ist ein großer Nachteil, aber das gehört halt einfach, ich schätze mal, das gehört dazu, wenn man das trennt. Hallo aber, Marco, grüße dich, Vorarlberg. Ah. Hallo. Ja. Aber ansonsten ist es schon ziemlich cool. Genau, es wird gerade, also ich merke gerade, es wird. Und ich genieße das jetzt sehr, dass wir diese Option auf Wachstum haben. Ich genieße es auch sehr, dass das Büro jetzt extra ist und dass man nicht mehr abends immer schnell sofort nochmal an den Rechner flitzt. Ich meine, gut, man nimmt natürlich einen Laptop auch mit, aber trotzdem. Ja.
ist das ein bisschen abgegrenzt. Das ist, tut mir auch gut. Man hat auch hier mehr Arbeitsenergie. Ja, einfach. Man hat hier eine hohe Arbeitsenergie, genau. Alleine, weil wir wirklich hier richtig viel Platz haben. Das ist ein richtig großes Ding. Wir haben hier 100 Quadratmeter Office. Ist gut. Ja. Okay. Ihr Lieben, es geht noch spannend weiter, ne? Ja, wir ziehen aus Düsseldorf nach Wien und wo fliegen wir am Montag hin? Nach Düsseldorf. Ich hatte ganz, ganz schlau die Tickets nach Teneriffa, die hatte ich natürlich von Düsseldorf aus gebucht, weil ich dachte, ja, so schnell ziehen wir nicht um und dann ging es halt doch alles unheimlich schnell. Aber gut, ich habe noch Schlüsselübergabe vom Haus. Ich habe ja mein Haus verkauft und in Düsseldorf und da ist dann noch Schlüsselübergabe. Am Montag, das ist auch so ein bisschen, da bin ich sentimental, merke ich plötzlich, ich habe das Haus gebaut und nach 15 Jahren verkaufe ich jetzt das Haus, was ich gebaut habe. Das macht mich auch ein bisschen, nicht traurig, aber sentimental, ja. Dich gar nicht so, ne? Du bist da aufgewachsen. Ja, ja. Trotzdem, der findest du da irgendwie cooler. Ich weiß auch nicht. Coole das Socke. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Nee, dramatisch. Ich genieße es halt sehr, so in der Stadt zu sein. Ne? Ja, das ist schon schön. Ja, wir haben aber auch noch bald auch was Neues. Wir werden bald einen neuen Launch haben von was sehr Besonderem. Ja, na, da verraten wir noch nichts. Noch gar nichts? Nicht mal nicht so ein bisschen? Ja, jetzt mit... ja, ja, aber meinst du jetzt das Große oder das Kleinere? Pünktchen. Was? Mit P am Anfang? Ja. Ah. Darf man das schon sagen? Na, auf keinen Fall. Na. Alter. Also, Grüße an die Elisabeth. Grüße an die Elisabeth. Grüße, also, Alter. Wir arbeiten auf jeden Fall an einer Menge coolen Projekten, ja, genau. Die hier kommen. Und macht euch auf jeden Fall auch schon mal für nächste Woche bereit. Genau. Weil da passiert vielleicht auch was ganz Cooles. Ja, ich glaube schon. Also, unser Leben ist ziemlich, ziemlich aufregend und es passiert super viel. Jetzt geht's nächste Woche nach Teneriffa für unser erstes. Es ist mein erstes Auslandsseminar? Dein erstes Auslandsseminar. Bei mir jetzt nicht. Ja, jetzt mal ausgenommen von Österreich und der Schweiz. Ich hatte Luxemburg, Österreich, Schweiz, Holland. Ich hatte schon alles drumherum immer, aber gut. Teneriffa? Nee, Teneriffa hatte ich noch kein Seminar. Ihr seid einfach klasse. Ah, oh, genau. Vielen Dank. Das ist aber, danke das schön, ist aber sehr lieb. So, ihr Lieben, habt ein wunderschönes Wochenende noch. Wir müssen jetzt noch Podcasts machen. Oh ja, wir gehen jetzt Podcasts auf. Wir gehen jetzt ins Studio nebenan und haben hier genau. Ein paar Podcasts raus für euch. Mit Videos richtig drehen. Viel, viel, viel Content. Videos drehen wir heute auch noch. Und ja. Auf jeden. Ab an der Arbeit. Also. Ab an die Galeere, ans Ruder. Also Daniel, ne, falls du siehst, mach dich schon mal bereit, da kommt einiges zu schneiden. Genau. Der Erste schwitzt wahrscheinlich schon. Also, okay. Das soll es für heute gewesen sein. Wir wollten uns nochmal zurückmelden und wir wünschen euch noch, wir sind jetzt ja eh ständig. Ja. Ja, nachher kommt, heute kommt keine neue Podcast-Folge, aber heute kommt ein neues YouTube-Video zum Thema Freiheit. Ja. Also seid da auf jeden Fall mal gespannt. Und ansonsten wünschen wir euch eine ganz, ganz erfolgreiche Woche, einen schönen Abend und ganz, ganz viel Umsatz. Ach, guck mal, von Marco, der Sohn studiert in Wien, ist sehr witzig. Ach, sehe ich jetzt immer es. Ha. Ach echt, du hast auch schon einen Sohn in dem Alter. Du siehst so jung aus. Gut, ihr Lieben, so, genug der Plauderei, jetzt wird hier gearbeitet. Ja, jetzt geht's. Ich habe schon den Verdacht, wir drücken uns mit Live-Gehen vor hier was zu tun. Wir gehen ständig live, waren gerade in unseren Premium-Gruppen live. Genau. Aber jetzt geht's wirklich jetzt los. Jetzt geht's los. Also wir machen für euch jetzt Podcast, Go Fine Fast, schaut mal bei iTunes vorbei. Genau, wir haben den ganzen Tag nur rumgedüttelt hier, Friseur, Kaffee, Essen gewesen. Shoppen. Auch wenn es nicht so erfolgreich war. Nee. Also, euch noch einen wunderschönen Tag. Genau. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.